dauert 4 Minuten 30 Sekunden ungefähr. Brauchst du Hilfe? Nein, danke. Ich habe alles soweit im Griff. Tisch 6 bekommt einen Orangen-Ananassaft, einen fettreduzierten Mango-Smoothie und einen Bananenshake mit extra Strohhalm. Emma, ich bin wirklich froh, dass ich dir den Job gegeben habe. Ich war mir erst nicht ganz sicher wegen einiger deiner Ideen. Wie, das Obst alphabetisch zu ordnen? Die Farbkennzeichnung der Saftflaschen. Aber es klappt alles. Organisieren ist mein Ding. Hör zu, ich muss übers Wochenende zu einer Gastronomie-Messe in Snowfields. Und ich brauche jemanden für das Café. Ist dir das zu viel Verantwortung? Nein, ich liebe Verantwortung. Gut, okay. Und wenn du jemanden einstellen willst, der dir zur Hand geht, dann... danke, Wilfried. Ich komme zurecht. Ich bin verlässlich, versprochen. Okay. Ich bin sowas von pleite. Ich kann mir nicht mal die Karten fürs Wild Roberts Konzert leisten. Tja, such dir doch vielleicht einen Job, so wie Emma. Jobs haben einen großen Nachteil. Sie haben mit Arbeit zu tun. Hey, Leute! Vor euch steht die neue Geschäftsführerin des JuiceNet-Cafés fürs ganze Wochenende. Perfektes Timing. Ricky sagte gerade, sie braucht Geld, um ins Wild Roberts Konzert zu gehen. Sag nicht, du magst die Band. Wie auch immer. Ich habe mir gedacht, jetzt, wo du die Chefin bist, gibst du Ricky einen Job im JuiceNet-Café. Tja, ich denke, dass Wilfried leider was dagegen hätte. Tut mir leid, Ricky. Nein, das macht nichts. Ich bin sowieso nicht so der Kellnerinnen-Typ. Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast. Ricky ist unsere Freundin. Wieso willst du sie nicht beschäftigen? Hör zu, dieser Job bedeutet mir sehr viel. Ich kann doch nicht einfach jemanden wie Ricky einstellen. Du weißt, wie sie ist. Sie braucht ganz dringend Geld. Wieso gibst du ihr denn nicht eine Chance? Weißt du was? Emma stellt dich ein. Ehrlich? Ja. Willkommen im Team. Dann sag ich danke. Ich gebe dir am besten gleich deinen Zeitplan. Schreib's dir lieber auf. Wir beginnen morgens um exakt 7.25 Uhr und sortieren die Warenlieferung, bis wir um genau 8 Uhr öffnen. Okay, ich bin dann um 7:30 da. 7.25 Uhr. Sag ich ja. Hi, Boss. Du kommst 6 Minuten 10 Sekunden zu spät. Soll ich mich jetzt vielleicht in die Ecke stellen, oder... Lass uns anfangen. Sehr viel Spaß. Was kannst du denn empfehlen? Darfst du mich nicht fragen. Ist doch sowieso alles bloß Saft. Ich stehe mehr auf Kaffee. Kann ich mal kurz mit dir sprechen? Du kannst ganz einfach nicht so mit den Gästen reden. Ich war doch bloß dafür ehrlich. Dafür wirst du nicht bezahlt. Du wirst dafür bezahlt, nett zu sein. Wie sieht's aus in der Saftwelt? Ich halte dieses Chefgehabe echt nicht mehr lange aus. Denk an die Konzertkarten. Außerdem ist es doch nur für ein Wochenende. Los, bedien die beiden. Und sei nett. Nett? Zane ist ein Spinner und Miriam hasst uns. Wieso soll ich da nett sein? Es sind trotzdem zwei Gäste von uns. Geh. Wieso bedient Emma uns nicht? Emma ist der Boss, also mache ich die Drecksarbeit. Was wollt ihr? Ich nehme einen Mango-Shake mit einem Schuss Minze. Und ich nehme einen Bananenshake. Das war's? Ja.
Und bau keinen Mist. Ich werde mich wirklich, wirklich anstrengen. Ein Erdbeershake und ein Bananenshake. Hey, hey, ich hatte einen Mangoshake bestellt. Du sagtest Erdbeer. Oh, nein, ich bin allergisch gegen Erdbeeren. Also wieso sollte ich einen Erdbeershake Vorübergehender bestellen? Gedächtnisverlust? Das ist nicht witzig. Würde ich das trinken, würde ich anschwellen wie ein Ballon und explodieren. Ich hole dir einen Strohhalm. Was hast du gesagt? Ich gehe und hole, was du bestellt hast. So eine Unverschämtheit. Wieso sorgst du nicht dafür, dass die Lusche gefeuert wird? Weil es mir echt egal ist, Miriam. Hey. Was ist denn das für ein komischer Raum da hinten? Der Kühlraum. Ich gehe mich nur mal schnell frisch machen, okay? Nein, ich habe deinen Laptop gar nicht benutzt. Wie soll ich ihn da kaputt gemacht haben? Jetzt? Aber... War Miriam zufrieden mit ihrem Shake? Ist Miriam jemals zufrieden? Ist sowieso egal. Sie sind weg, aber sie haben bezahlt. Das ist die Hauptsache. Wir müssen uns mal über deine Einstellung unterhalten. Wieso fühle ich mich, als wäre ich in der Schule? Oder eher im Kindergarten? Es gibt genau zwei Regeln im Servicebereich. Regel Nummer 1, der Kunde ist König. Regel Nummer 2, der Kunde ist König. Auch wenn der Kunde so verlogen, intrigant und hohl ist wie Miriam? Selbst dann. Und oh, da ist noch etwas. Spaß dir. Das ist die Sache nicht wert. Ich kündige. Du kannst nicht kündigen. Dann pass mal auf. Ich tu's nämlich. Jetzt. Aber du musst erst das Kündigungsformular ausfüllen. Wieso steigt die Temperatur an? Gelöst. Wieso sollte ich es nochmal mit ihr versuchen? Sie ist pampig, kriegt Bestellungen durcheinander und sie befolgt einfache Anweisungen nicht. Sie hat sich bemüht, Emma. Aber sie hat sich nicht genug bemüht. Außerdem hat sie gekündigt. Ich habe sie nicht gefeuert. Aber ihr seid doch Freundinnen. Könnt ihr das nicht irgendwie klären? Ich war ja bereit. Ich habe ihr eine Menge Chancen gegeben, Cleo. Die Sache ist durch. Thank you.
sie versehentlich schockgefroren haben. Das kann doch jedem passieren. Jedem mit mehr Jungfrauenfähigkeiten. Ganz bestimmt hat sie sich hier versteckt. Und vorher hat sie den Strom abgestellt. Das ist typisch Miriam. Okay. Das kriegen wir wieder hin. Alles, was wir brauchen, ist eine simple Lösung für ein simples Problem. Emma, sie ist steinhart gefroren. Und das ist kein simples Problem, das ist eine simple Katastrophe. Hallo? Jemand zu Hause? Wir sind hier, Luis. Was will der denn hier? Ich habe ihn angerufen. Ah, hier seid ihr. Also, Kinder, was habt ihr beiden denn für eine schwere Krise? Du hast das mit deinen Kräften gemacht. Aus Versehen. Das ist eine Katastrophe, oder? Tja, in der normalen Welt auf jeden Fall. Aber Emmas Kräfte sind übernatürlich. Sie gefriert Dinge in Millisekunden. Miriams Lebensfunktionen sind nicht notwendigerweise geschädigt. Das heißt, du meinst, wir können sie wiederbeleben? Ich bin mir nicht sicher. Womöglich. Und wie, Luis? Wir brauchen Hilfe. Und es wird nicht einfach. Wir brauchen Rickys Hilfe. Ricky? Nein, nicht die. Nein. Ich habe versucht, sie anzurufen. Sie geht nicht ran. Du hast sie schon angerufen? Ich wette, ich weiß, wo sie ist. Hör zu. Bring sie bitte nicht her. Wir schaffen das doch auch allein. Ich wusste, du bist hier. Du kommst immer hierher, wenn du allein sein willst. Richtig. Und weshalb zerstörst du dann bitte schön diesen Moment? Ricky, wir brauchen dringend deine Hilfe. Bei was? Emma hat Schwierigkeiten. Emma ist ein großes Mädchen. Sie wird mit Schwierigkeiten Ricky, schon das ist eine ernste Sache. Komm schon. Was für Probleme kann ich organisiere alles Emma denn überhaupt schon groß haben? Rickys Fähigkeit, Wasser zu erhitzen, ist wesentlich. Aber ihr habt alle unglaubliche Kräfte und ihr müsst alle drei zusammenarbeiten, um sie zu retten. Können wir sie nicht ganz einfach in die Sonne legen? Damit sie alle sehen? Vergiss es, wir schaffen das nie und nimmer. Ich rufe jetzt einen Krankenwagen. Emma, denkst du wirklich, das ist eine gute Idee, angesichts der Umstände? Okay, okay. Sie kommt doch durch, oder? Leute, wollen wir es jetzt versuchen oder nicht? Ja. Aber wir können es nicht hier machen. Können wir sie vielleicht zudecken? Ich ertrag's nicht, sie so zu sehen. Hol Emma mal einen Saft. Versuch's mit Ingwer, Sellerie und Gurke. Na schön. Also Ricky wird jetzt versuchen, mit ihren Kräften den Körper zu erwärmen. Der Körper heißt Miriam. Sorry, sobald sie aufgetaut ist, Cleo, sorgst du mit deinen Kräften dafür, dass ihre Körperflüssigkeiten wieder zirkulieren. Wenn es Probleme gibt, Emma, kühlst du wieder alles ab. Okay, dann lasst uns einfach loslegen. Wir pfuschen hier in der Natur herum. Emma, wir haben leider keine Wahl. Wir müssen es tun. Vielleicht sollten wir einen Versuch machen, um sicherzugehen, dass es klappt, wisst ihr? Wir brauchen etwas Tiefgefrorenes, was ein wenig so ist wie menschliches Fleisch. So wie, Tofu? Ja. Das ist gut. Okay, nochmal 5 Sekunden. Es ist hoffnungslos. Wir vergeuden nur Zeit, glaub mir. Zu schnell erhitzt. Stell dir vor, das wäre Miriam. Es hat bestens geklappt, bevor du mich abgelenkt hast. Oh, es ist meine Schuld. Ich fürchte, alles auf der ganzen Welt ist meine Schuld. Emma, wieso trinkst du nicht noch einen Saft? Na schön. Hier, folgender Vorschlag, um den Tofu-Effekt zu umgehen. Also, wir erwärmen den Körper um 1 Grad. In genau 3 Minuten, bis sie aufwacht. Oder auch nicht. Ricky, wenn du erst mal angefangen hast, darfst du nicht stoppen. Du musst konzentriert bleiben, sonst... Okay. Ich bin soweit. Langsam, langsam. Das ist gut.
Wartet mal, Leute, was ist mit der Temperatur? Wie wollen wir die genau verfolgen? Hier wird ja wohl ein Thermometer hier ist sein. Keins. Ich meine, es wird hier doch ist ein. Keins. Okay. Okay, bei mir zu Hause habe ich ein Thermometer. Ich schnapp's mir und bin gleich wieder da. Louis! Hör nicht auf, ich bin gleich zurück. Du machst das richtig gut. Langsam auftauchen. Ist das die Polizei? Emma, geh an die Tür und tu so, als wenn nichts wäre. Aber... Geh schon. Cleo, deck Miriam zu. Hallo, Leute. Sorry, wir haben noch zu. Sekunde. Ich suche Miriam. Offenbar ist sie gestern nicht nach Hause gekommen. Ihre Eltern geben mir die Schuld. Hier ist sie nicht, Zane. Wiedersehen. Nicht so schnell. Womöglich hat sie ja jemand anders gesehen. Was treibt ihr hier? Wir hängen hier nur ein wenig ab. In einem geschlossenen Café und das um 7 Uhr morgens? Was ist daran so seltsam? Frag, ob er uns hilft. Das wird ihm nicht schmecken. Was? Ah, Zane? Wir helfen Emma nur, den Laden rechtzeitig aufzumachen. Bleib unseretwegen gern hier, wenn du uns mithilfst. Ich hab was Besseres zu tun. Ciao. Ja, hören Sie. Ja, ich weiß, Sie sind besorgt, Mrs. Kent, aber hören Sie. Sekunde. Louis, ich habe hier Miriams Mutter am Telefon. Sag ihr, ich habe Miriam gestern Abend nicht gesehen. Hallo? Louis. Morgen. Die Obstlieferung. Raus, sofort. Tja, dann bis morgen. Die Brote für heute. Soll ich sie gleich reinbringen? Nein, auf keinen Fall. Die bleiben draußen. Draußen? Ist das eine gute Idee? Kann denn keiner einfache Anweisungen befolgen? Ja, Louis. L-I-W-I-S. Louis. Lass dir was einfallen. Nein, ich kann dir garantieren, dass Zane gestern Abend nicht mit Miriam zusammen war. Definitiv. Woher ich das weiß? Weil wir zusammen waren. Es ist schon nach 8 und sie rührt sich immer noch nicht. Wir haben es gleich geschafft. Cleo, kannst du jetzt vielleicht ihre Körperflüssigkeiten in Bewegung setzen? Okay, ich versuch's. Etwas eklig an. Konzentrier dich, Cleo. Nicht ablenken lassen. Das Juicenet Café sollte mittlerweile geöffnet haben. Draußen warten sicher schon Gäste. Was soll ich denen sagen? Sag ihnen, du machst heute später auf. Emma! Was ist denn los? Willst du nicht öffnen? Wilfried! Auf jeden Fall hat die Tür geklemmt. Keine Ahnung wieso. Aber das hat gedauert. Ich hinke im Zeitplan etwas hinterher. Was machen denn all die Lebensmittel hier draußen? Fruchtfliegen! Das Obst ist von Fruchtfliegen befallen. Das ist sehr gefährlich. Das solltest du dir genauer ansehen. Ja. Na endlich. Miss mal ihre Temperatur. Ist normal. Wieso wacht sie nicht auf? Das Obst ist völlig okay. Tja, Wilfried. Wie war die Messe? Ist ausgefallen. Ein wirklich furchtbarer Schneesturm. Emma, was ist dir bitte schön los? Gar nichts. Es war nicht meine Schuld. Tut mir leid, ich halte das nicht mehr aus. Was geht hier vor? Sag mir die Wahrheit. Also gut.
ging alles los im Kühlraum. Naja, es war alles aufgetaut und ich war so blöd. Ist das hier vielleicht irgend so eine durchgeknallte Party? Miriam, es ist so schön, dich zu sehen. Was soll das, Emma? Lass mich los! Will mir mal irgendjemand erzählen, was hier eigentlich los ist? Tja, Emma hat Miriam leider ohnmächtig im Kühlraum entdeckt. Sie muss ausgerutscht und dann unglücklich gestürzt sein. Wir wollten ihr gerade helfen. Wir sollten sie wohl besser ins Krankenhaus bringen. Warte, nein, aber du hast... Miriam, du bist erledigt. Wir wissen, was du vorhattest, also würde ich mich an deiner Stelle schnell verdrücken. Aber... Nein. Da hat mir jemand Trinkgeld gegeben. Muss vergessen haben, unhöflich zu sein. Emma? Ich bin ehrlich, ich bin wirklich enttäuscht von dir. Aber dafür bin ich von Ricky angenehm überrascht. Ich überlege ernsthaft, ob ich ihr deinen Job gebe. Das ist ein Scherz. Hey, beeil dich gefälligst und trink aus. Willst du hier noch ewig hocken? Wir haben noch andere Gäste. Na komm, trink schon. Los, austrinken. Hast du das getan, Ricky? Ich hätte gefeuert werden müssen, nicht du. Vergiss es, Emma. Dafür sind Freundinnen da. Du verdienst den Job, nicht ich. Oh, ich klinge wie Cleo. Wenn das wieder geschieht, schlagt mich. Ich verspreche nie wieder eine Perfektionistin, ein Kontrollfreak und größenwahnsinnig zu sein. Das schaffst du nicht. Aber leider habe ich jetzt immer noch kein Geld für die Konzertkarten. Du meinst... Für die hier? Irgendwas musste ich machen mit meinem fetten Verdienst. Aber das sind ja drei. Ich denke, du hast die Wild Robots. Tue ich auch. Aber dafür sind Freundinnen da. Außerdem habe ich super gute Ohrstöpsel.